sind ja keine Demonstrationen in dem Sinne, aber die Kerne brauche ich von denen. Da war gerade noch kein Kern drin. Ich habe die Grünen gegessen. Ketten. Oder Olivenbäume. Wachsen da noch welche raus? Welche? Die nennt sich Abutsche. Das stärkste Holz, was es in Mallorca gibt. Okay. Die wilde Olive. Das ist so hart wie Stein. Und arbeite ich, wenn ich mit dir arbeite, auch nur mit Schleifpapier, was für Granit ist. Sonst kannst du es gar nicht mehr arbeiten. Ich dachte, diese Oliven werden vielleicht schon so behandelt, dass man da gar keinen Baum mehr rausbekommen kann. Oder? Doch, Abutschen kriegst du raus. Also eine Olive ist veredelt normalerweise. Die noch nicht. Okay. Das sind kleine. Hier ist auch noch ein Kern. Und die Kerne sind gut hier so zu machen, dann kriegst du nämlich, hast du so eine schöne Fingermassage und du kriegst das Öl genau an die richtigen, Stellen. Richtigen Stellen nochmal. Käse habe ich auch da, wenn er wollte. Ach, danke schön. Ach, danke schön. Und Plätzchen. Hast du sie heute gebacken oder hast du sie geschenkt bekommen? Gebacken habe ich heute nicht. Ich glaube, er sieht so aus, als ob er sich immer herstellen würde und backen würde. Das wäre witzig. Ah doch, ich kann das schon noch nebenbei machen. Dass du es kannst, habe ich nicht bezweifelt. Ich dachte nur, vielleicht hast du da keine Lust drauf. Du, dann machst du halt nebenbei ein. Du musst ja nicht viel machen, der Teig geht von alleine. Meine Mutter lehnt Kochen und Backen eigentlich immer grundsätzlich ab, weil sie das als zu hausfräuliche Tätigkeit. Meine Mutter, die lehnt Kochen und Backen immer grundsätzlich ab, weil sie das als eine zu hausfräuliche Tätigkeit empfindet und dann. Nein. Ist halt blöd, wenn sie andere Sachen isst, die nicht selber gemacht sind, dann sind sie meistens nicht gut. Ja. Und wer sich nicht um sich selber gut kümmert, der verkümmert. Und der muss halt dann Sondermedizin nehmen vom Pharmaindustrie. Was auch nicht gut ist. Weil die Heilmittel haben wir fast schon alle verboten. Vor allem die guten. Die darfst du jetzt nicht mehr benutzen. Zum Beispiel? Zum Beispiel? Zum Beispiel Hanf. Oder ach, da gibt es mehr. Jetzt Wermut ist zum Beispiel aus allen Medikamenten rausgenommen worden. Es hilft so gut. Auch in den Schwedenkräutern aus der Apotheke ist es immer ohne Wermut. Weil es eben Halluzinogene hat. Ich habe mal letztens meinen Wermuttee getrunken. Da habe ich überall Zwerge gehabt bei mir in der Wohnung. Und halt schöne Landschaften und alles. Da war kein Alkohol drin, es war eben nur ein Tee. Das reicht schon. Vielleicht sollten wir es mal ausprobieren. Das ist halt jeder Essetrip. Und die wollen natürlich nicht, dass die Menschen sowas erleben, weil da sehen sie nämlich, wie das wirklich alles ist. Und dass der König keine Kleider nackt, sondern nackt ist. Mhm. Auch nicht schlauer ist als der andere. Mhm. Und auch nicht von Gott gewollt. Ja, und dann verbieten sie sowas ganz schnell, weil die Lüge dann auffliegt. Und das wollen sie natürlich nicht. Das ist echt ganz viele Zwerge dann auf einmal. Und jetzt ist so die Endzeit von dieser ganzen Geschichte. Es wird jetzt langsam immer mehr und mehr beendet. Und die zittern natürlich und versuchen jetzt noch mit allen möglichen Mitteln ihr Unrechtreich da zu erhalten. Aber das haben sie leider schon verspielt. Mhm.
müssen jetzt umdenken. Was würdest du sagen, das wäre ein optimales politisches System, das irgendwie auch gut funktionieren würde? Wir brauchen kein politisches System. Einfach alle. Den Staat abschaffen. Einfache kleine Kollektive, eins neben dem anderen. So kleine selbstverwaltende Autonome. Ja, sind auch ganz einfach. In Spanien, da schließen sich 10, 20, 50, 100 Leute zusammen. Mhm. Die leisten sich einen Steuerberater. Der regelt alles für die. Kostet die zwischen 100 und 300 Euro im Monat. Mhm. Dafür ist alles bezahlt. Die kriegen Rentenversicherung auch bezahlt. Nach 15 Jahren kriegen die als Selbstständige Rente. Also da fängt der Rentenanspruch an. Mhm. Und keine Buchführungspflicht, das macht alles der Steuerberater für die. Die zahlen eine pauschale Abgabe. Die schätzen sich ein, wie viel Umsatz sie ungefähr haben. Und machen dann eine pauschale Abgabe und fertig, die Sache ist erledigt. Alle haben ihre Ruhe und jeder hat das Optimale für sich. Mhm. Und die sind richtig abgesichert. Und hier bist du überhaupt nicht abgesichert als Selbstständiger. Das fängt jetzt erst an. Und ich habe für ein paar tausend Leute immer die Rentenversicherungsgeschichten und Krankenkasse und alles abgeführt. Aber an mir bezahlen sie jetzt 99,99 Euro als kleine Rente. Das ist ja nichts. Also im Prinzip gar nichts. Weil meine Krankenversicherung kostet schon 200 Euro. Mhm. Also wenn ich mich hier abmelde, kriege ich mehr. Weil so muss ich jetzt schon 100 Euro mitbringen, dass ich überhaupt hier leben darf. Ja. Oder an Sozialamt nicht wenden, das will ich aber nicht. Das ist nicht unmenschlich. Oh Mann! Ja, und die jungen Leute, die werden immer aufmerksamer und die fangen schon gleich an und sagen, nee, sowas machen wir erst gar nicht mit. Und das werden halt immer mehr und da wird dann die andere Geschichte, die sich ja doch wahrscheinlich jetzt verabschieden. Und meinst du, es würde funktionieren, dass es sich alle immer nur so selbstverwaltend und autonom... Ja, viel besser als das, was jetzt läuft. Das funktioniert ja gar nicht. Warte mal, wo ist mein Gras drin? Soll ich den nehmen? Nee. Essen ist gemein. Mache ich ungern. Jetzt nimmt mir immer dann, macht mir dann immer einen komischen Bauch. Und dann ist man viel zu voll gefressen. Nee, das ist einfach, dass das Blut in den Bauch schießt. Muss ja verdaut werden jetzt. Ja. Ist nicht zu viel essen, das habe ich schon, wenn ich ein kleines Brot esse. Da muss ich oft aufpassen, dass mir nicht gleich das ganze Blut wegsackt. Ja, die meiste geht jetzt erstmal in den Magen rein. Wir brauchen schon 30% unserer Energie geht allein für die Verdauung drauf, jeden Tag. Ja. Minimum. Ja. Wenn du fastet, hast du quasi, das mache ich regelmäßig, dann hast du 30% freie Energie, weil die brauchst du dann nicht zum Essen. Und jedes Mal, wenn ich esse, ich spüre es richtig.